Ansonsten fahren wir auf die Autobahn. Ich weiß nicht, ob ich hier eine Messung hinkriege. So. Krass. Also ich bin positiv überrascht. Willkommen auf meinem Kanal, Freunde, Fatih10er. Heute geht es um den E36 323i in der Farbe Avusblau. Das Fahrzeug haben wir schon einmal gesehen gehabt. Das Fahrzeug gehört einem Kollegen von mir, Borak. Ja? Ihr wollt hier ein Video haben, wie schnell ist ein E36 323i zum Vergleich gegenüber den 2.8er. Ja, der heißt ja, der 323 hat 170 PS und der 2.8er hat 193 PS. Viele sagen ja, dass der E36 328i nach oben streut. Ich habe auch gehört, dass der 323i auch nach oben streuen soll. Wir werden es im Video sehen. Wir haben ja letztens den 328i gemessen. Der hat ja eine 19.3 gemessen gehabt. Also ich alleine jetzt. Und mit einem Beifahrer war es, glaube ich, 21. Falls du das Video noch nicht gesehen hast, check auf jeden Fall die Videobeschreibung ab. Da müsste der Link sein vom letzten Video. Zeiten messen. Ich bin mal jetzt gespannt, wie schnell wird sich der 323 auf 100, auf 200 tun. Ja? Das Fahrzeug ist komplett Serie, bis auf die Abgasanlage. Die ist vom 2.8er, also doppelt flutig. Ja? 320, 323, sie haben ja nur, sind einflutig. Und die 2.8er, 2.5er, die haben doppelt flutig. Heißt also, das Fahrzeug hat die Abgasanlage komplett vom 2.8er, vorne bis hinten. Ich weiß nicht, wie schnell ein 2.3er ist. Und zwar, wir können ja mal direkt uns den Motor mal angucken. Das ist jetzt zum Beispiel ein 2.8er Motor, würde ich jetzt sagen. Ja, nein, ist es nicht. Ist ein 2.3er Motor. 323. Ne? Optisch Unterschied gegen dem 2.8er siehst du nicht. Wie gesagt, 6 Zylinder, 170 PS. Motorcode von dem Fahrzeug M52B25. So nennt man die. Ja, der 325 hat ja zum Beispiel M50B25. Ja? Nicht verwechseln. M50 ist der 325, sage ich jetzt. Und M52 sind die anderen. Zum Beispiel in dem Fall haben wir einen M52B25. So, genau. Wie gesagt, am optischen, am Motor sehen wir gar nicht. Ist ein 2.3er auf jeden Fall, kein 2.8er. Eine normale Ansaugbrücke. Ja, falls das jetzt ein 2.5er wäre mit der großen M50 Ansaugbrücke. Die hat ja der 325 und die Leute benutzen ja die M50 Ansaugbrücke am meisten bei den 2.8ern, sage ich jetzt dazu, auch bei den 2.3ern, bei dem jetzt. Bei der Brücke sagt man schon, dass die mit der Optimierung seine 20, 25 PS bringt, aber auch wie gut der Motor ist, ja. In dem Fall haben wir jetzt einen 323 mit 296, 297.000 gelaufen. Fahrzeug ist technisch Top-Zustand. Ja, fährt auf jeden Fall sehr gut. Wie gesagt, ist bei der Laufleistung jetzt 296.000, ob der die 170 PS noch hat oder die 175 PS, falls er nach oben streuen sollte, wissen wir nicht, weil das Fahrzeug war noch nicht auf dem Prüfstand. Ich weiß jetzt nicht, ob der Besitzer mal Pläne hat mit dem Fahrzeug, vielleicht der M50, weiß ich nicht. Deswegen werden wir das Fahrzeug heute messen, 100 auf 200. Ich tippe jetzt schon mal zu zweit eine 24.9, sage ich mir jetzt einfach mal so. Ich denke mal, wenn der unter 25 ist, ist es schon sehr gut. Wie gesagt, am Motor können wir nichts erkennen, ob das ein 2.8 ist oder nicht. Ja, in dem Fall haben wir hier einen 2.3er. Falls du erkennen möchtest, was das für Motor ist, ja, bei der 323i zum Beispiel jetzt unter der Abdeckung bei den Einspritzdüsen, die sind in der Farbe grün, ja, und beim 2.8er sind die Einspritzdüsen in pink, muss das sein, pink oder lila, jetzt habe ich jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber so muss das sein. Die sind auf jeden Fall zwei verschiedene Farben, also Freunde, noch eine Information dazugelernt, ja. Am Motortechnik, was ist das? Ansonsten fahren wir auf die Autobahn. Und zwar das Wichtigste bei den Zeitenmessen jetzt, wie beim letzten, bei dem 2.8er. Fahrzeuggewicht 1335 Kilo muss das sein, mit einem halber Tank. Hier haben wir jetzt, ich weiß es jetzt nicht genau, hier haben wir bei dem Winterreifen drauf, 16er. Das Auto müsste normalerweise ein bisschen schneller unterwegs sein. Desto weniger du Gewicht hast, desto schneller bist du auf der Autobahn, sage ich dazu. Und bevor wir jetzt losfahren, möchte ich was noch kontrollieren. Kofferraum ist voll. Hier haben wir noch eine Lippe, falls einer eine Lippe braucht. Ja, mal schauen, wie es hier aussieht. Okay, wir haben kein Reserverad. Alles klar. Weil, ich glaube, was wiegt ein Reserverad? 20, 25 Kilo? Was meinst du? Also, Pi mal Daumen, ja, ne? 15, 20 Kilo. Ja, bestimmt 20 Kilo. Also wir haben 20 Kilo weniger. Also sehr gut zum Beispiel. Das Auto hat kein Schiebedach. Der 2.8er Limousine ist von mir. Er hat ein Schiebedach gehabt. Und ich habe letztens geguckt, das Fahrzeug wiegt 1370 Kilo. Ohne mich jetzt. Das Auto wiegt 1335 Kilo. Ohne Schiebedach. Hatte ich also doch recht. 30 bis 35 Kilo. Aber ich weiß jetzt nicht, oh, der hat das Fahrzeug hier zum Beispiel hat eine bessere Ausstattung. Ich weiß jetzt, ob das jetzt viel Unterschied an dem Gewicht macht. Weiß ich jetzt leider nicht. Ja, das auch Fahrzeug hat elektrische Sitze. Weiß ich nicht, vielleicht 10 Kilo. Weiß ich jetzt nicht. Ne? Ansonsten müssen die gleich sein. Ja, bis auf, dass ich ein Schiebedach dabei hatte. So, ich werde das Fahrzeug jetzt ein bisschen warm fahren. Die Kustas ist schon bereit. Meine schöne, liebe Kustas. Mit der Kustas messe ich ja. Kleinen Soundcheck.
Das ist schon laut. Und wir haben hier eine Schaltwegverkürzung drin. Ein bisschen Getriebe warm fahren, Auto warm fahren. Dann bin ich mal gespannt, was wir eine Zeit kriegen. Wie viele Liter haben wir hier drin? 11,6. Sehr gut. Ich hatte letztens zum Beispiel 20 oder 22 Liter drin bei mir gehabt. Was hast du denn getankt bei dem Fahrzeug jetzt? Super 95. Super 95, alles klar. Ich hatte bei der Messung 102 Oktan drin. Ich bin mal gespannt, ob wir auch eine Messung auf die Beine stellen können heute. Wir haben Samstag, wir haben Verkehr schon mal. Dieses Knallen irritiert mich gerade unnormal. Ich weiß nicht. Das hört man, glaube ich, nicht. Das Fahrzeug knallt schon. Ja, geht nicht mal so wie im letzten Video. Habt ihr zu der Lizenz runtergemacht. Ach so, okay. Die Schaltwegverkürzung, die habe ich nicht. Gefällt mir. Gefällt mir wirklich. Ich weiß nicht, ob ich hier eine Messung hinkriege. Guck mal nach der Kurve. Machen wir Platz für den Alpha, aber er kommt nicht. Ich sag's halt immer, achtet auf die Verkehrsregeln, Freunde. Achtet. So, ich bin bei 96, 97. So. Ich drehe den bis 6,3. 6,250. Ist schon langsamer wie ein 2,8er. Boah, hat das aber lange gedauert. Aber mir ist es aufgefallen, ich konnte in den dritten und in den vierten messen. 25,1, sehr, sehr gut. 25,1 ist gut. Ist gut, Bruder, wirklich. 25,1 ist wirklich gut. Vorhin hat er versucht zu drängeln, aber wie gesagt, 3,23, keine Sorge, Freunde. So, lassen wir das Fahrzeug erstmal wieder schön ein bisschen zu sich kommen. 25,1 haben wir, ist gut. Ist nicht langsam jetzt, ne? Was habe ich gesagt? Ich habe 24,9 gesagt. Ich habe 24,9 gesagt. Krass, ich kann gut schätzen. 24,9. Ich wusste nicht, was das Fahrzeug davor eine Zeit gefahren ist. Wusste ich wirklich nicht. 24,9. Aber den Unterschied ging den 2,8er über. Das waren jetzt, sage ich mal, ich kann ja von der Messung ausgehen, wo wir zu zweit waren mit dem Kameramann. 21 und hier haben wir eine 4 Sekunden. Aber die 4 Sekunden bei 100 auf 200 sind Welten. Ja, ist krass. Aber das Fahrzeug ist gut. Da kann ich nur dazu sagen, das Fahrzeug geht gut für einen 2,3er. Ich bin mal wirklich gespannt, was ein 3,23 mit einer M50 und so alles fährt. Ich habe ja letztens eure Kommentare durchgelesen. Da hatten wir einen 3,23 Coupé mit M50, ein Massenschwungrad. Nockenwill, weiß ich jetzt nicht, ob der das hatte. Weiß ich jetzt nicht. Da war auf jeden Fall mehr modifiziert. Und der Kollege ist eine 19er Zeit gefahren. Ja, überleg mal, ich fahre mit dem 2,8er jetzt eine 19,3 alleine, eine 19,3 alleine, sage ich jetzt. Krass, so. Fahren wir die zweite Messung. Ich schalte den ein bisschen früher jetzt. 6,4. Ich fahre schon auf die linke Spur. Mal schauen, ob ich eine Messung kriege. Schade, schade. Das ist ja normal. Wenn ich doch sehe, dass ich mit über 200 rase, ja, ist unbegrenzt wieder. Was soll ich dazu sagen? Was soll ich dazu sagen? Wir haben immer Sonntagsfahrer dabei. Hier, wir können ja sehen, linke Spur ist komplett frei. Und die nette Dame fährt auf der linken Spur 80. Sie sehen mich von hinten kommen. Falls Sie das Video sehen solltet, bitte, beim nächsten Mal fahren Sie auf der rechten Spur. Keine Behinderung auf der linken Spur. Ich möchte mich jetzt nicht aufregen. Ich versuche noch eine Messung. Es ist schwierig. So, fangen wir mal jetzt an. Vorhin habe ich leider keine Messung geschafft. Leider. Vielleicht jetzt. Übrigens, Bora, kannst du einmal hier filmen? Die ganze Zeit schon.
ganze Zeit schon alles leer wieder, zum Glück. Wie gesagt, ich sag immer, achtet auf die Verkehrsregeln, behindert nicht die linke Spur. Wenn du auf der Autobahn cruisen möchtest, fahr auf der rechten Spur. Ne? Auf der linken Spur fahren nur die schnellen Leute, die es eilig haben, sage ich jetzt. Wir haben jetzt zwei Messungen durchgeführt, eine 25.1, eine 25.5. Ich würde sagen, die dritte Messung brauchen wir nicht. Bist du zufrieden? Wir sind zu zweit. Wir waren zu zweit. Ich sag mal, wir haben es ja auch letztens gesehen. Wir sind zu zweit in dem 2.8er, fast der 22er Zeit gefahren und dann ich alleine eine 19er Zeit. Sagen wir mal Pi mal Daumen, 2 Sekunden könnte man rausnehmen. Das heißt, wir würden auf eine 23er Zeit kommen. 23,5. Es ist wirklich voll in Ordnung für einen 323i, der nur eine Abgasanlage hat von dem 2.8er. Ja, heißt eine doppeltflutige AGA vom 2.8er. Also ich bin positiv überrascht. Ich hätte es mir vielleicht noch ein bisschen langsamer vorgestellt, aber ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass der 323 jetzt mit der Abgasanlage so viel Unterschied macht. Ja, beim Sauger, ich sag mal jetzt Pi mal Daumen, wenn du 5 PS mehr kriegen solltest bei dem, kannst du dich schon glücklich schätzen. Deswegen haben wir jetzt den 323 getestet. Langsam ist es nicht. Wenn nicht, falls wir einen 323 fit mit M50, den werden wir mal filmen. Da können wir mal sehen, was für ein Unterschied dazwischen ist gegen zur Serie. Und dann noch ein 328i mit der M50 Ansaugbrücke. Den werden wir auch noch filmen. Dann haben wir ungefähr einen Stand, wie schnell die Fahrzeuge sind. Ja, und das Fahrzeug hat jetzt wirklich 296.000 gelaufen. Vielleicht kann man das jetzt sehen. Also ich bin der Meinung, das Fahrzeug hat 170 PS. 175, 180. Auf jeden Fall müsst ihr die haben. Gleich gibt es doch auf jeden Fall einen kleinen Soundcheck. Ich habe es letztens mitbekommen, ihr wollt ja regelmäßig Soundcheck von den Fahrzeugen. Stopp stellt, anhalten, dann wieder losfahren. Boah. Das Knallen irritiert mich so unnormal. Geil ist es aber. Und zwar, das Fahrzeug ist mal eine 24-4 alleine gefahren. Heißt also nur Fahrer ohne Beifahrer. Macht schon Spaß, ja. Das Knallen ist so extrem. Die ist leicht modifiziert, würde ich schon sagen. Leicht modifiziert. Vielleicht gibt es auf jeden Fall einen Soundcheck noch. Geil, geil. Gibt es einen kleinen Soundcheck für euch? Unserer 100 auf 200er Messungen können wir mal gucken, wie ruhig der Motor noch schnurrt. Sehr schöner Lauf, wie gesagt 297.000 auf der Uhr, aber Probleme bei dem sehe ich jetzt nicht. Aber was ich hier drin sehe, im Radomager, wie habe ich jetzt gerade gesehen, also von den Zeiten her, vom Fahrzeug, Motor läuft vernünftig. Eine leicht modifizierte Abgasanlage hat das Fahrzeug. Meiner Meinung nach ist der ein bisschen zu laut für mich, für den Alltag jetzt. Falls sich das Fahrzeug zum Beispiel nur freitags oder samstags schön Wetter bewegen würde, dann würde ich sagen, könnte ich damit leben. Weiß ich nicht, vielleicht werde ich auch langsam älter, weiß ich nicht. Ja. Auf jeden Fall, Sound gefällt mir, aber ich persönlich für den ganzen Alltag wäre für mich ein bisschen zu laut. Übrigens, was meine ich an der Front? Avus Blau mit den Chromnieren feiere ich unnormal. Ich habe Ihnen das gesagt, lasst uns mal die Nieren tauschen und die Chromnieren reintun. Bei einem Avus Blau feiere ich das wirklich unnormal, Freunde. So, Freunde, nochmal zum Schluss. Wir sind eine 25.1 gefahren. Test 1. Dann sind wir eine 25.57 gefahren. 5 Sekunden Max steht ja auch hier. Vielleicht sieht man das. Ich weiß jetzt, ob man das so erkennen kann. Auf jeden Fall steht hier eine 25.5 und eine 25.1 war unsere Bestzeit. Ja? In dem Video haben wir gesehen, wie schnell ist ein 323 und in den letzten Videos haben wir gesehen, wie schnell ist ein 328. Deswegen, das war's mit dem Video, Freunde. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video gehabt. Wenn ja, gebt jetzt einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, fahrt die CNR. Bis zum nächsten Mal.